Moin, moin, hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Multiplayer LS19 zusammen mit Janis. Hallo. Du pflügst ja immer wieder alles, was ich hier gerade angesehen habe. Und dann zusammen mit Strongarm. Hallo. Und dann mit Paul. Moin. Und André. Der ist jetzt gerade nochmal ganz gut. Ah, da ist er wieder. Ah, da ist er ja. Der wäre ganz nochmal kurz AFK gewesen, aber war er doch nicht. War er nicht? Janis, hörst du bitte auf zu pflügen, du machst nämlich sonst meine ganze Arbeit hier zunichte. Ich meine, das machst du sowieso schon, aber davon mal ganz abgesehen. So. Genau. Das ist wirklich ein Tuchreiniger. Ja, auf dem Hof. Ich zeig ihn dir. Ja, mach das mal. Ich sehe ihn sogar schon von hier aus. Naja. Ich wollte mich hier nicht von da aus. Wo bist du? Da. Ich kreise hier um den Kuhstall. Und in was? Logisch. Reise um den Kuhstall. Was nutzen wir denn als Thema dieser Folge? Es ist halt so, dass wir gerade relativ viele Leute sind. Das heißt, wir könnten uns alle über Themen unterhalten. Nee, ich meine so Themen, die vielleicht gerade derzeit so auf dem Simulationsmarkt existieren. Dann so Themen vielleicht, die momentan so auf YouTube ganz interessant sind. Artikel 13. Ach nee, das ist ein Thema, da will ich mich mal durch raushalten. Nee. Game Master. Was war da gewesen? Anschlussfehler? So halt der mit seinen Psychospielchen und so. Okay. Ja, nee, ich glaube, wir sollten dann doch mal lieber in den Simulationsmarkt reinschauen, oder? Das ist am passendsten auf einem Simulationskanal in Simulationsmarkt. Okay, was erwartet uns denn dieses Jahr überhaupt allgemein im LS19? Die Marke Klaas wurde ja angekündigt, ne? Wurde noch ein neuer Mal angekündigt. Noch was Neueres wurde angekündigt, was denn? Da muss ich auf Insta schauen, hab ich wirklich. Ja, dann schaust du mal kurz auf Insta. Oh ne, ihr müsst das ganze Zimmer rennen. Ach ne, dann nicht. Dann lassen wir das Ganze mal. Bis dann hochbrechen wir wieder da. Ja gut, dann eben, ja, was gibt's noch so Neues? Ich geh jetzt Mais ernten. Ne, dann helfen wir dir, wenn dann gleich alle. Für den Tourist-Wassertor und Fermus-Wassertor gibt's ja demnächst so ein neues Wettersystem. Ist vielleicht auch mal erstmal ganz interessant. Sprich, neues Wettersystem in Form von Regen etc. Das sieht erstmal ganz cool aus, was man da so im Video gesehen hat. Wie es dann aber letztendlich im Spiel auch dann nochmal aussehen wird, das ist ja vielleicht doch noch was anderes. Denn ich meine, in einem Video kann man doch nochmal ein bisschen tricksen oder so. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann am Ende auf dem heimischen Monitor aussieht. Ich lasse den hier einfach mal so stehen, du wirst dann waschen, bitte. Dann, was war noch gewesen, der VDL-Bus kommt ja dann bald für den Tourist Passage als DLC raus. Ja. Was gab's noch Neues auf dem Simulationsmarkt? Auf welchen Simulator freut ihr euch denn so dieses Jahr? Was ist denn so der Favorite von euch, wo ihr so sagt, ja, das muss unbedingt so schnell wie möglich rauskommen? Wie bitte? Dann kommt Kettle and Crops. Na, Kettle and Crops ist ja schon draußen. Mhm. Ja, schon länger. Naja, also fertig in dem Sinne jetzt noch nicht. Aber eben als Dingsversion. Early Access. Ja, ich weiß, aber ich meine jetzt wann fertig. Fertig, wann das ist ja Ende des Jahres 2019 soll es fertig sein. Lukas, wo ist der Aufsatz für den hier Maisernte? Für den Maisernte, der Aufsatz müsste hinten auf dem Hinterhof, wie ich immer so schön sage. Und dann soll ja On the Road, die beliebte LKW-Situation On the Road, kommt ja dann gegen Ostern, soll die ja fertig werden. Also genau dann, wenn ich im Urlaub bin. Das ist auch toll, da kriege ich das wahrscheinlich gar nicht mit, weil ich dann schön im Urlaub bin und ja, naja, gut. Jetzt verstehe ich hier wieder kaum was, weil ich den Sound so laut habe. An der Bar. Hier, Lukas, räum mal deinen Ach ja auf. Das war's. Nee, den räumst du bitte auf. Du bist jetzt zuletzt gefahren, dann eben so rum. Boah, nee. Ach, der muss ja auch noch aufgefüllt werden. Normalerweise, ach nee, sieht keiner. Sieht keiner. Ist 3 Meter auf dem Feld gefahren. Hä? Ist der?
Ja, da kann ich nämlich das Ganze auf den Mitarbeiter schieben, der war zu unsparsam hier. Zu unsparsam? Ja, nicht sparsam genug. Ja. So, ich weiß gerade auch nicht, wie hieß das gleich? Was war denn das Gegenteil? Verschwenderisch war es gewesen, genau. Das war gerade nicht eingefallen, das Wort. Warum ist mir gerade das peinlich hier? Lukas, irgendwer sollte da schnell die Ballen wegfahren. Ja, du bist für Ballen zuständig. Ich wünsche dir viel Spaß. Das habe ich ihm eben auch schon gesagt. Die rollen schon ins nächste Feld. Aber dazu meinte er nur... Egal, sag jetzt nicht. Ja, Paul, bist du ruhig jetzt gerade? Du sollst halt auch ein bisschen mehr quatschen. Ja, ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Weil wenn ich das sage, dann ist das immer so ein bisschen so... Naja. Dann sagen wir es mal an die Zuschauer. Eigentlich nicht so videofreundlich. Dann sagen wir mal an die Zuschauer, Paul ist jemand, der quatscht den ganzen Tag. Und wenn er dann mal reden soll, dann ist er klein mit Hut. Genau. Und wenn er redet, dann redet er scheiße. Lukas. Spaß. Warte, wollen wir mal ganz kurz in zwei User Talk gehen? Spaß. Oh, okay. Ja, Stronger, ja. Haben wir mal irgendwo einen großen Abfahrwagen für den Häcksler? So einen Ladewagen kann ich einkaufen, das ist nicht das Problem. Wir nehmen aber jetzt nicht den, wir nehmen es aber nicht den ganz größten da, sondern wir nehmen eher so einen normalen, ne? Wir nehmen halt den zweitgrößten. Wollen wir nicht so verschwenderisch sein. Aber pass aufs Geld auf, weißt du? Wir haben ja kein Geld. Ja, das ist ihr wollt mich auch verarschen hier, ne? Ihr wollt mich ganz sehr verarschen, Leute. So, Ladewagen. Ich muss erstmal die Kategorie Ladewagen finden. Und was nehmen wir da für einen? Wir nehmen so einen Fendt, oder? Ja. Am größten, der größten. Ach komm, du kannst mir mal. Wir haben nicht genügend Geld. Ach, das tut mir leid, dann müssen wir erstmal ganz kurz was machen. Dann drück SRG und 0, oder? Leute, wir sind mal ganz kurz fleißig. SR alt 0. 60.000 Jahre später, wir waren fleißig. Kappa. Mussten noch so ein Übergangsschild einfügen. Aber so ein Jährig bitte. So. Ja, das könnte man. Wir haben aber ganz reiche Sponsoren. Aber dann machen wir das doch gleich mal so. Ich werde mal hier diesen Güllewagen, obwohl nee, wir nehmen einfach zwei Güllewagen. Güllewagen sind ja immer was, das kann man eigentlich brauchen, ne? Lukas, ups. Bald wir wieder Rübenernte. Wir machen ja bald Rübenernte, kauf mal größere Anhänger. Größere du Anhänger, weißt, Rübenernte. Mal sehen. Du weißt ja unser letztes Problem. Ach nö, das war ganz lustig. Das lass mal so. Ja, wo du da drüber gerast bist und ich glaube, ich und André und. Ja. Jongam oder Paul waren's, sind da die ganze Zeit mit Radlader und. Nee, das war noch ein ehemaliges Mitglied, sag ich aber nichts mehr zu. Ah ja, stimmt. Der stimmt, ist raus. Ja. Der ist raus. So, ja, oh, ja. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge. Das heißt, die chaotische Rasselbande möchte sich von euch verabschieden. Tschüss. Tschüss. Und jetzt vom Himmelfeld zu ja, tschüss. Ich wollte gerade suchen. Ich hab gerade nochmal so die Kurve bekommen, Leute. Aber am Ende kann man quatschen. Gut. Am Ende quatschen, also. Okay, also auch von mir nochmal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn noch nicht getan, auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Auch die Glocke aktivieren. Check bis dahin. Den Discord-Server, die Discord-Community in der Videobeschreibung aus. Okay, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.